Hallo Leute und willkommen wieder zum Machinarium Let's Play. Letztes Mal sind wir hier irgendwo bei so einer Mini-Brücke hier stehen geblieben. Und im letzten Part waren wir in diesem Glashausraum. Wow, das ist ein schöner Effekt hier. So, ein bisschen zur Seite. Ja, wir waren in diesem Glashaus und wollten Strom erzeugen, dass wir eigentlich raus wollten aus diesem Raum. Aber wir haben ja auch noch Sonnenblumenöl gemacht aus den Samen, die wir aus der einen Pflanze von der Unterstadt, was wir mal mitgebracht haben, herausbekommen haben. Ja. Und ja, dann sind wir halt hier stehen geblieben. Wir waren aber noch nicht über die Brücke. Und jetzt gehe ich da einfach mal. Es ist gut, dass der Josef hier diesen Sprung gesehen hat. Gut, mit dem haben wir gar nicht gelabert. Ist das sein Kind oder was? Ich glaube, das ist sehr wohl sein Spielzeug. Batterien braucht es, okay? Und das waren die ein bisschen größeren, die flachen. Ja, ihr seht schon, er blockiert hier die Tür. Wenn ihr sehen könnt, er ist so groß, man sieht kaum die Tür. Ja, wir können hier nach unten. Machen wir mal. Schön, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich gar nichts machen konnten bei diesem Raum. Und wir können noch immer nicht in diese Tür rein. Das werden wir, glaube ich, auch nie können. Dieser Raum ist lediglich nur dazu, dass wir wieder hochkommen. Nicht, dass wir da wieder Kreise machen müssen oder so. Aber wie man auch sehen kann, die Tür und die untere Tür, das hat schon so eine Hindeutung, dass es irgendwie verbunden sein muss mit dem gleichen Gebäude. Ja, und wir werden schon bald sehen, was da eigentlich ist. Gut, gehen wir jetzt nach oben. Wir könnten ja gleich dem Opa sein Sonnenöl geben. Sonnenöl, nee, Sonnenblumenöl. So. Gut, hier haben Sie das. Ah, da nimmt er seine Bandage ab. Okay, der kann stehen. Hurra! Er ist gelöst. Er kann wieder gehen. Der will aber lieber wohl im Rollstuhl bleiben, als hier seine Füße zu benutzen. Er hat uns auch noch so einen Zettel gegeben. Okay, was ist das hier? Ja, ich, so, das war ja seine Bandage. Hier oben. Dieser Automat, den haben wir irgendwie dritten, vierten Part angeschaut, glaube ich. Das hat Batterien, ja. Und wir brauchen ja auch Batterien, um dem einen sein Spielzeug irgendwie wieder Leben zu geben. Oder werden alle Roboter mit Batterien als Baby betrieben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine Münze ist eine Batterie. Aber ich glaube, die eine Batterie, die er uns gesagt hat, war ja zwei von denen. Tja, wie wir das jetzt machen hier. Okay, warte. Also, wir haben ja diesen Zettel bekommen und das bringt mich schon auf eine Idee. Ich gehe mal hoch. Wir konnten ja letztendlich nicht durch diese Tür hier. Und ihr seht dieses neonleuchtende Schild. Das deutet schon, was da drin eigentlich auf uns erwartet. Und diese, naja, Kartenleser, den müssen wir jetzt benutzen, dass wir da reinkommen. Jetzt können wir endlich in dieses Arcade-Game-Spielraum kommen. Und schon haben wir hier sämtliche Spiele zur Auswahl. Wie zum Beispiel, was ist das? Schwarzer Bildschirm. Teil 2. Und hier. Schwarzes Nichts. Und der Fernseher, der niemals lief. Okay, ja, so viel dazu.
Wir haben das hier noch nicht angeguckt. Das ist wie ein Fahrrad, wie es ausschaut. Und wir können das drehen. Okay. Schauen wir mal, was das macht. Also man sieht schon den Pfeil da oben steigen. Das geht ein bisschen schwer irgendwie mit der Maus, finde ich. Naja, vielleicht weil es ein bisschen bei mir holpert. Aber wir sind gleich im roten Bereich. Ich hoffe, das ist gut. Na also, jetzt haben wir Strom oder so. Gut. Jetzt gibt's was hier zum Spielen. Und. Okay, was sollen wir hier klicken? Oh, wir haben hier Space Invaders. Leute, ich werde es mit der Tastatur spielen. Es sind genau dieselben Knöpfe, wie man da unten im Spiel sieht. Nur, dass ich halt nicht mit der Maus spiele. Ei! Und schon ist mein erster Schiff da weg. Das ist gar nicht gut, ganz und gar nicht. Wie man unten sehen kann, unter unserem Punktstand jetzt, steht da 1000 ist gleich 1 Dollar. Ich weiß nicht, ob man es wirklich identifizieren kann, weil hier ist irgendwie der Monitor vom Spiel auch irgendwie verrostet und alt. Also 1000 sind gleich 1 Dollar. 1 Dollar. Könnte das eine Münze sein, die wir brauchen für die Batterie? Ach, das ist doch wirklich echt. Das ist nur, weil ich mich nicht gerade konzentriere, weil ich gerade nebenbei auch kommentiere. Also dazu sage ich nur, hallo Leute, herzlich willkommen zu Space Invaders. Gut, wir haben schon 440 Punkte und zwei unsere Leben verloren. Okay, komm hier. So, die blauen erstmal. Dann die orangenen und dann die gelben und dann wieder die blauen und dann die gelben. Einfach der Reihe nach. Ein Klassikerspiel. Oh nein, jetzt wird's schneller. Gut. Oh, ich habe seinen Schuss abgewehrt. Und nein! Ja. Gut, 700. So, eine Reihe abgeschlossen. Einfach nur so schnell wie möglich auf die Leerzeichentaste drücken. Komm, 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 komm. So, und jetzt nur noch die hier. Oh, nein, oh nein, oh nein, das ist gar nicht gut. Erstmal hier, so. Ja, nur noch ein paar Treffen. Oh nein, das ist unser letzter Schiff, wie ich sehe. Boah, ey, wenn ich jetzt hier verliere, ey. Das ist gar nicht gut. Das kann gar nicht gut sein. Komm, 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 nur noch ein paar Punkte. Komm, ich. Oh! Ja! Wir haben eine Münze. Wir haben wirklich eine Münze bekommen. Eigentlich würde man Geld da reinwerfen, um zu spielen, aber wir bekommen Geld. Gut, eine Münze haben wir. Ich will aber, ich will lieber nicht zögern und hier dahin gehen und die Batterie kaufen und dann feststellen, dass die gar nicht mal geht. Also spiele ich mal. Warte, hier können wir auch bei dem Hebel wohl ändern die Zahl. 1, 2, 3. Machen wir mal die 2. Gut. Jetzt wird die 2 mit Strom versorgt. Falsche Richtung. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Wieso geht das nicht? Okay, einfach die größten Kreise machen, die es jemals auf der Welt gab. Eine Maschine betreibt gerade eine Maschine. Okay, gut. Nummer 2 ist mit Strom versorgt und wir können hoffentlich jetzt auch das spielen. Tada! Okay, also das ist ein Schlüssel. Okay, versuchen wir es mal. Also, wir sind der blaue Punkt sind wir.
Und wir müssen den kleinen Orangen in das große Orange. Und dann raus mit uns. Gut. Passt. Ja. Das Weiße, damit müssen wir eigentlich gar nichts anstellen, das ist nur da als Hilfe. Also müssen wir da nicht zum Beispiel jetzt das Orange in das Weiße rein, aber nur das Orange in das Orange und das Weiße ist als Hilfe. Nein, das macht gar nichts. Das macht auch gar nichts. So. Ah ja, hier, so vielleicht? Nee. Okay, wenn ich so vielleicht versuche. Ich mach das hier auch mit Tastatur. So. So. Jetzt habe ich es, glaube ich, raus. So. Und so. Passt. Okay. Stage 3. Hier oben können wir auch sehen, diese Punkte. Das Orangene, also das Hellorangene, das ist das, wo wir jetzt gerade, auf welchem Stage wir sind. Okay, wie war das nochmal? Nein, so erstmal gar nicht. So vielleicht? Ich mach's mal oben. Ein bisschen riskant, finde ich. Aber ich habe keine andere Wahl. Und ich habe gar nichts mehr. Oh, doch? Nein, doch nicht. Oh, hier, so, genau. Haben das völlig übersehen. Okay, so, dann so irgendwie. Und dann. Ja. Nein, das nützt uns nichts. So, genau, und dann so. Ja, wir haben es geschafft. Also die zwei Orangenen müssen nicht mit uns mitkommen. Ja, mitkommen. Einfach nur der blaue Punkt muss raus. Gut, das hier jetzt. Das war vielleicht so. Dann versuche ich das mal auf der Seite. Okay, das hier dahin. Und hier so. Okay, so. Ich glaube, da habe ich was falsch gemacht. So wird kein Schuh daraus. So. Das haben wir jetzt aus dem Weg. Das kann ich jetzt nach unten und das hier rein und passt. Wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem letzten Level. Oder Stage. Und ja, okay, gut. Ja, wäre da wahrscheinlich am schwierigsten. Also muss ich hier ein bisschen mit Vorsicht vorgehen. Okay. Das hat jetzt gar nichts genützt. Ich glaube, da habe ich was. Okay, vielleicht. Wie soll ich das jetzt machen? So? Oh nein. Okay, gut, so. So. Wir haben es geschafft. Noch eine Münze bekommen. Okay, gut. Hier, so.
Die Mütze jetzt rausnehmen. Toll. Zwei Münzen, zwei Batterien, schätze ich mal. Okay, was ist eigentlich beim dritten Spiel? Hier, so erstmal den Hebel da unten. Und dann wieder draufsteigen und unsere Kreise machen. Komm schon. Schneller. Wir sind bald da. Oh, was ist jetzt schief gegangen? Oh nein. Geht der, ist der kaputt. Ja, jetzt geht er wahrscheinlich kaum. Müssen wir da eine Mütze reinwerfen? Nein. Ich frage mich, ob man das überhaupt irgendwie spielen kann. Vielleicht hätte ich eine Mütze erstmal reinwerfen müssen, um nachzuschauen. Aber gehen wir jetzt zum Automaten, wo die Batterien sind. Okay. Gut, jetzt sind wir da und jetzt müssen wir mit dem sprechenden Automaten hier. Du, ja. Dann eins. Wir haben eine Batterie und ich mache noch die zweite. Ich hoffe, man muss das Geld nicht für irgendetwas anderes benutzen. Das hoffe ich einfach mal. Okay. Jetzt nach unten wieder. Zum Glück müssen wir wegen der Abkürzung keinen großen Kreis machen, da irgendwie durch die Wassersysteme und dann neben der Mauer und keine Ahnung, irgendwie neben dem armen Ventilator, der einfach nur Moderator werden wollte. Ach, so. Aber ich frage mich, wieso wir das nicht konnten am Anfang, als wir überhaupt hier waren. Ich dachte, Josef würde sich gut in der Stadt auskennen. Er hätte einfach neugierig sein können, um nachzuschauen. Aber egal. Vielleicht hat er es einfach übersehen. Ja, huch. Ne? Okay, gut. Hier sind deine Batterien, Sir. Geht nicht. Wieso denn nicht? Ach, die sind ja... Das sind ja zwei einzelne. Wo ist das jetzt hin? Okay. Was ist, wenn ich das hier... Na also... Gut, jetzt haben wir hier zwei verbundene mit der Bandage vom Alten. Das sollte schon hoffentlich irgendetwas nützen. Ja, der freut sich, der Große. Schauen wir mal einfach mal zu hier, was er da macht. Oh, jetzt läuft's ab, oder? Nein! So schlau ist die Technik, dass die weiß, wo eine Ecke steht. Da erfreut er sich, aber wenn die Batterie mal wieder ausläuft, dann steht die hier irgendwie da an die Edge, ne? Und dann fällt's runter. Dann ist es ganz hin. Also Leute, ich würde hier jetzt das Reingehen ersparen für den nächsten Part. So ist vielleicht die Spannung ein bisschen größer, nicht dass ich glaube, dass da wirklich eine große Spannung ist. Da gibt es ja mehrere Let's Plays, da könnt ihr auch nachschauen. Aber ja, ich würde bei diesen schönen Melodie hier dann aufhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wer es angeschaut hat. Und ja, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, so dass wir uns verbessern, unsere Videos verbessern, bitte schreibt es in den Kommentaren. Ja. Das wär's dann. Ciao, Leute.